Ihr Leute, es ist wieder soweit. Die Fleischmanns machen wieder Geschichte. Viel Spaß beim Lachen über die Show. Und über seine sagenhafte Assistentin, die Vanessa Backes. Aha, Ende 30, blond, das passt. Bein bis zu den Ohren. Lisbeth, woher willst du das überhaupt wissen? Ah, hat sich beim Wäschemeier ein was gekauft? Ein Ritzeputzer. Ein Tango, jetzt habe ich verstanden. Ich finde es ja furchtbar, die Dinger, gell? Das ganze Tag mit so einem Bändel im Hinteren rum, das scheuert doch. Hm? Muss man sich nicht wundern, dass die jungen Dinger sich immer mit Aftersun einreiben. Weiß man, wo sie herkommt? Das passt. Und wo wohnt sie? Das passt nicht. Neben der Schreinerei? Ja, das ist das Haus von der Altbrunner. Ach, Lisbeth, da wäre unser Männer aber ganz schön verrückt. Sieger aus Schalalala. Kommt schon der erste Verrückte. So sind Sieger aus Schalalala. Ja, Verrückte soll man ja nicht widersprechen. Ja, so sehen Sieger aus. Ja, was haben wir dann gewonnen? Der ewige Kampf Bürger gegen Beamter, Steuerzahler gegen Straßenräuber, Mannsbild gegen Politesse. Ole, 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 ole. Jean, du wirst dich nicht wieder mit der Polizei angelegt haben? Vanessa, ich komme aus dem Baumarkt. Da sehe ich, wie so ein Spinatwachtel in Uniform ein Zettelchen unter der Scheibe wischer klemmt. Verstehst? Da habe ich aber mal so ordentlich die Meinung gegeigt. Ja? Und die? Die hat irgendwas von Straßenverkehrsordnung gebrabbelt. Und dann habe ich gesagt, Verkehrsregeln, da sind sie bei mir am richtigen. Ich fahre wahrscheinlich besser Auto, wie Sie zu Fuß sind. Sehr schlagfertig. Ja, ja. Ja, und dann? Ja, und dann hat sie einen ganz schmalen Mund gekriegt, die Trockenpflaum. Hat auf die Reifen gedeutet und gesagt, die sind auch abgefahren. Und hat noch einen Knolle drunter geklemmt. So, und das hast du jetzt davon? Ja. Und dann? Und dann habe ich ein paar Kosenamen gegeben. Ja, Ticket zu schnell da. Das hast du gesagt. Ja, Strafzettelschnall, Bulletblunz. Ja, und die? Und die? Die hört man mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung gedroht. Sag mal, dass du doch noch lachen kannst. Ah, ja? Die haben dich doch jetzt am Wickel. Ja, da müssen sie erst mal wissen, wer ich bin. Das kriege die doch über dein Auto leicht raus. Mein Auto, Vanessa, steht in der Garage. War zu Fuß. Jean, die fahnden doch jetzt nach dir. Wie kann man sich dann mit der Dame von der Polizei so anlehnen? Von wegen Dame, es war Heuschreck in Uniform. Aber Vanessa, ich hab mich formvollendet verabschiedet. Habe die Ehre, sie Knallerbsen, hab ich noch ein bisschen gewunken. Oh. Da haben sie dich. Ach, du lieber Gott. Schreinerei Fleischmann. Für dich. Der Walter. Walter, mein Alter. Schwede, du hörst dich aber betröppelt an. Was ist dann? Wie, du hast zwei Strafzettel gekriegt? Am Baumarkt? Ja, das ist Pech. Das ist ärgerlich. Ja, aber wir wollen ja nicht jammern, gell? Hast du nicht auch ein paar erfreuliche Nachrichten, Neuigkeiten? Wir haben eine neue Nachbarin. Ob ich sie schon kenne? Ich wusste gar nicht, dass wir eine haben. Ja. Bitte? Ende 20, spät bis zu der Ohren, brünett. Ich geh noch mal Krageweite. Ach, die geh ich mal angucken. Ach doch, Walter, du doch nicht jetzt, bitte. Gell?
Bevor du ein Date mit der hast, da war ich schon dreimal mit ihr im Baumarkt. Alla gut, die Wette gilt, gell, Walter? Waldmannsheil! Ah! Sag mal, gehst du jetzt auf Frauenjagd? Oh. Schürzejäger! Na. Ach, ein blödes Wort, gell? Schon den ganzen Tag die Kittelschürze an. Das ist nicht mehr retten können, gell? Was? Da kann man doch mal wieder sehen, dass Männer auch tratschen können. Männer tratschen nicht. Männer verschaffen sich einen Überblick über die neuesten Neuigkeiten. Ja. Na, jetzt mal raus damit. Mit dem Kaffee? Mit Papierkorb? Vanessa, wir haben eine neue Nachbarin. Ende 20, Bein bis zu den Ohren, brünett. Blond, Ende 30, aber mit den Beinen, das stimmt. Hat sich gestern beim Wäschemeier ein Tango gekauft. Was? Also Unterhose mit nix dran, wie ihr Bändel durch die Hinnere. Wohnt nebenan im Haus von der Altbrunner, wo sie herkommt, weiß man nicht. Vanessa, ich wusste immer, dass man sich auf dich verlassen kann. Tja, GS Elfi und Lisbeth und mich, das sind die vom Geheimdienst, die reinste Animateure. Amateure! Sag mal, und willst du jetzt der Dummdunsel da an dem Bennel rumzoppeln? Oder was hab ich da verstanden? Ach, warum denn Dummdunsel? Sag mal, bist du eifersüchtig? Endlich ist mal ein Rasseweib in Heimelsheim. Woher willst du wissen, dass das ein Rasseweib ist? Das riech ich förmlich. Und ich bin der Erste, der mit der Date hat. A Date? Eine Verabredung. Ah, a Date. Ja, und zwar bevor der Walter die Verabredung hat, dann muss der mich 2 Monate in der Reblaus freihalten. Und die Brigitte? Die liebt mich weiterhin heiß und innig. Bis es rauskommt. Sag mal, was sagt denn die dann dazu, wenn du mit einer anderen Amsel da rummachst? Ja, aber Vanessa, das ist was ganz was anderes. Ja, da würde ich aber gern erst mal 2. Meinung einholen. Von der Brigitte. Unerstetig. Vanessa, ein Mann. Der braucht doch ab und zu mal einen Auslauf. Ja. Das tut jeder Beziehung gut. Ja, soll das Stöckchen werfen, Waldi fasst und dann der Waldi. Da muss unser Waldi nur aufpassen, dass er sich nicht die Knochen dabei brecht. Du bist nicht mehr der Jüngste, weißt du? Man ist so jung, wie man sich fühlt. Nein, was mir an Jugend fehlt, ja? Das mache ich mit meinem Charme wett. Oh, ja, dein Charme, den hat ja die Dame auf dem Baumarkt schon kennengelernt. Die Ticket to Snell da, Bulleblunz. Strophzettelschnall hast du vergessen. Sehr charmant. Also mein Charme wäre bei der Perle vor die Säu. Das ist eine Politesse, ist keine Frau. Seine Frechheit. Ja, und jetzt muss ich mich um mein Date kümmern. Wenn ich nur wüsste, was der Walter vorhat. Walter, wie weit bist du? Lisbeth. Lisbeth, jo, ich bin's. Gibt's Neuigkeiten? Merk das Wichtigste. Ich mach mich mal kurz frisch. Hast's gehört, Lisbeth, hm? Also. Aha. Sie kommt aus Mannheim. Das passt. Ah ja? Mannheim. Wie? Tussi-Schleuder? Ah, die vierte Cabrio. Das passt. Ah ja, oben ohne. Und weiß mir inzwischen, was sie beruflich macht? Nee. Lisbeth sagt, dass das nicht wahr ist. Was? Oder das... Was? Wir müssen Schluss machen, wir schwitzen später weiter, gell? Ui, 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 ui,
dann da so süßlich? Hast du vergessen, die Mottekugel aus der Hose zu holen? Was für Kugel? Mottekugel. Du kennst doch den Duft. Ach genau, das ist, was man sich unter die Klobrille steckt. Genau, die Dinger. Vanessa, das ist Chanel für Männer. Ja, dann ist es im Verfallsdatum abgelaufen. Das sagt ihr richtig. Schon, du glaubst nicht im Ernst, dass sich so ein junges Ding mit einem Kerl verabredet, der ihr Großvater sein könnte. Vanessa, bei mir kommt's nicht aufs Alter an. Ich bin eben der Typ Herzensbrecher. Ich denk eher der Typ Herz Kasper. Schau, so ein Mädchen hat Ansprüche. Die sucht einen Mann mit Geld und Geschmack vor allem. Gell? Der musste teure Sachen kaufen, vielleicht von Dusche und Banana oder. Dolce und Gabbana. Wo willst du das alles wissen, du Retschkatz? Verstehst? Das regle ich alles mit meinem natürlichen Charme. Ja. Und jetzt gehe ich nimmer und sag. Ja, was sagst du? Guten Abend. Oh. Umwerfend. Ja, das ist ein Herzensbrecher, das merkt man sofort. Ja, ich sag guten Abend. Oh, das ist hin und weg. Vanessa, ich weiß genau, was ich sage. Guten Abend. Das hatte man schon. Ja, aber guten Abend. Ich bin der Schreiner Fleischmann, der Jean. Geh mal zu Ihnen oder zu mir. Oh, das ist ja so romantisch. Da legt die sich gleich hin und zieht sich aus. Vanessa, du machst mich ganz schocklig. Sag mal, was machst du, wenn sie nicht da ist? Vielleicht ist sie am Arbeiten. Da ruf ich's halt an. Vorher. Ja. Ah, hast du ihre Nummer? Ja, die Auskunft. Hast du ihren Namen? Nee, du aber, oder? Schau, du wirst doch von einer Altretschkarte nichts annehmen wollen. Aber Vanessa, wenn ich dich ganz lieb drum bitte, Detschmann, dann sage. Ah jo, ich weiß noch aber nicht. Wenn man dich einmal wirklich braucht. Ich könnte dir aber einen Tipp geben. Sie wohnt ja nebenan im Haus von der Altbrunner. Vielleicht hat sie der ihre Nummer übernommen. Ach, Vanessa, die ist bei mir unter der 6. Ja, guten Tag. Mein Name ist Fleischmann. Wie war Herbert. Frau Herbert. Ja, ich bin Ihr neuer Nachbar, der Schreiner Fleischmann. Und hallo? Sind Sie noch da? Meine Stimme kommt Ihnen so bekannt vor. Unverwechselbar. Ja, das hat mir schon manche gesagt. Sie, hören Sie mal, warum ich anrufe. Wollen wir nicht von Nachbarin zu Nachbar uns auf ein gepflegtes Kaffeechen treffen? Ja. Den Gedanke hatten Sie auch sofort. Haha, zwei doofe Endgedanke. Wo? Nein, der Weg ist mir nicht zu weit, um mich mit einer so charmanten Frau zu treffen. Tschüssi, Frau Herbert. Olé, 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 olé. Wow, das ist schon mal ganz schön Rangang, hä? Die erst, Vanessa, verstehst? Ein Rasseweib. Naja, die muss mich beim Einkaufen getroffen haben. Ich habe einen unvergesslichen Eindruck auf sie gemacht. Das glaube ich auch schon. Verstehst, sie hat mich direkt eingeladen nach Schniffesheim in ein Lokal. Ja? Und zwar Schniffesheim, Hauptstraße 14. Wahrscheinlich ist Kaffee, das erste Kaffee am Platz. Das glaub ich nicht schon. Wieso? Schniffesheim, Hauptstraße 14. Ist die Polizei. Weißt du, wer dein Rasseweib ist? Die Bulleplunz. So sehen Sieger aus. La, 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 la.
unser heutiger Gast hat's nicht leid.